Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde, liebe Einwohner der Stadt Lommatzsch, werte Gäste, im Namen des Präsidiums des Landesmusik- und Spielleute-Sportverbandes Sachsen, im Namen der Stadtverwaltung Lommatzsch und im Namen der Spielleute aus Lommatzsch begrüßen wir Sie recht herzlich zur Siegerehrung der 29. Landesmeisterschaften des LMSV. Landesmeister des LMSV Sachsens wurde bei den Fanfarenzügen
mit 89,40 Punkten der Stadtpfeilfahrenzug Markleberg. Begeisterungsfähiges Publikum. Danke.
Ihnen, liebe Kampfrichter, liebe Verantwortliche, natürlich für die Mühe, die Sie haben den ganzen Tag und die faire Bewertung. Und bei unserem ausrichtigen Verein, den Lommatzsche Spielleuten, bedanke ich mich genauso wie bei den befreundeten Vereinen und bei der Feuerwehr, bei Firmen und Sponsoren, die diese 29. Landesmeisterschaften hier in Lommatzsche unterstützt haben. Ich glaube, wir waren ein guter Gastgeber. Ja, und ganz zum Schluss ein Wort in eigener Sache. Auch unserem Nachwuchs ist es geglückt, sich ein eigenes Geburtstagsgeschenk zu machen mit dem Gewinn der Bronzemedaille. Ganz, ich bin immer noch ganz aufgeregt und ich möchte euch gerne am Freitag in der Übungsstunde zum Eis einladen. Und zum Abschluss der 29. Landesmeisterschaften in Lommatzsche spricht nun zu uns der Präsident des Landesmusik- und Spielertes-Sportverbandes. Die Fanfarezüge und mit dem musikalischen Aufmarsch bedanken sich die Spielleute bei allen Organisatoren und Helfern, bei den Gastgebern der Stadt Lommatzsche, bei den Besuchern und Schlachtenbummlern. Wir sagen Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Jahr.